Willkommen meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier heute unterwegs. Aber wir sind nicht lange unterwegs, denn es geht weiter mit so gesehen Teil 2 von Gadgets mäßig Gegenständen, die ich oft dabei habe. Dieses Mal schauen wir uns aber nicht Sachen an, die ich oft dabei hatte, sondern dieses Mal schauen wir uns Sachen an, die ich teilweise noch gar nicht verwendet habe, aber die ich ja auf Amazon gefunden habe und die ich ja habe ich einmal sortiert nach was ich auf jeden Fall schon länger benutze. Das war ja das letzte Video oder eines der letzten Videos. Und was ich komplett neu anschaue, beziehungsweise auch was ich komplett neu getestet habe. Und da springen wir jetzt einfach rein. Viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, wenn es euch das Video gefällt, ein Like und ein Abo dazulassen. Ich freue mich über jeden, der neu dazukommt. Und hier gibt es den Burger King. Und bis nächstes Mal. Los geht's! So, was habe ich auf der letzten Tour jetzt ausprobiert? Ich hatte schon mal ein Video, wo ich einen Tempomaten ausprobiert habe zum Dranklipsen. Und ich sage mal so, ich habe es wieder ausprobiert. Aber dieses Mal nicht nur kurz, sondern 3 Tage, 1200 Kilometer, Autobahn, Pässe, Landstraße, Schotterpiste, keine Ahnung, alles mögliche war gefühlt dabei. Und ich habe den auf allem eigentlich so immer mal wieder ausprobiert. Den, und zwar jetzt den hier. Das ist jetzt ein anderer. Ich habe den anderen auch nochmal dabei, der vom letzten Video. Als, um uns ja, als Vergleich zu nehmen. Und ich muss sagen, mit dem hier bin ich sogar ziemlich zufrieden. Ich weiß jetzt nicht so, dass ich ihn wahrscheinlich dran lassen werde für jede Fahrt, vor allem nicht in der Stadt oder so, also wo ich ja meistens rumfahre. Aber für längere Fahrten, vor allem was Autobahn angeht und ähnliches, kann ich mir gut vorstellen, den in Zukunft hin und wieder mal wieder dran zu schrauben. Warum gefällt mir der jetzt tatsächlich und der hat mir nicht so gefallen? Das ganz große Ding, was mich hier gestört hat, war das, man kann ihn zwar leichter dran tun, man muss ihn richtig anschrauben. Er verbraucht auch ein bisschen weniger Platz als der andere, also der hier. Aber was mich gestört hat an dem, und das stört mich immer noch, ist, dass es wirklich schwer geht, den dann, wenn der richtig mal fest sitzt, den hinzustellen, wie man ihn braucht für die Geschwindigkeit. Und das kann manchmal sehr nervig sein, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten oder wenn man fährt und nach vorne schauen muss und das Ganze. Daher war ich von dem nicht wirklich überzeugt. Keine Ahnung, vielleicht hat der ein oder andere das Video gesehen zu dem. Jetzt kam diese andere chinesische Firma, keine Ahnung, was diese Schriftzeichen zu bedeuten haben. Aber jetzt kam die hier, also beziehungsweise ich habe es auf Amazon gefunden, und hat das Ganze ein bisschen anders gemacht. Und zwar mit Einrasten und Druckknopfsystem. Und ich sage euch, das ist so geil. Also man tut es dran. Zieht fest, also drückt nach unten, dass es fest ist. Schön. Und passt. Und dann geht es richtig schön leicht, den dazu verwenden. Eine Sache natürlich, es kann mal sein, wenn man dann nicht ganz, ganz fest hat oder nach einer gewissen Zeit, nachdem man es eingestellt hat, dass es passiert, dass das Ganze ja, wieder sich zurückdreht, so ganz langsam. Aber das merkst du und das ist wirklich gar nicht so schlimm, weil dann ja, die ganze Zeit freihändig oder so fahren will. Sollte man ja eh auch nicht. Aber mit dem war ich wirklich jetzt sehr, sehr zufrieden. Ich würde so eine solide 8 von 10 kann ich dem auf jeden Fall geben. Im Gegensatz zu dem, ich weiß nicht, was habe ich dem gegeben? 2 von 10 oder sowas. Schon ein bisschen eher. Und genau. So viel zu einem Tempomat zum Clipsen. Wenn ihr auch einen ausprobieren wollt, natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt. Nichts ist gesponsert, alles selber gekauft. Und dann auf Uhr. Zum nächsten Punkt. So, der nächste Punkt ist was, was ich bisher noch nie verwendet habe. Ich werde es mir dran tun für die nächste Fahrt und immer wieder drauf filmen oder so. Und zwar ist das Ganze eine, ja, ein Zehen-Sneaker-Schutz mäßig. Was steht hier drauf? Bisschen gespannt hier das Ganze, aber naja, ich werde das jetzt noch ausprobieren, wenn ich weiterfahre und am Ende dann nochmal irgendwann zwischendrin ein kleines Fazit dazu jetzt einbauen. Auf Sauberkeit mäßig halten, ja, wird sicher tun, ganz ehrlich, was soll da groß passieren? Was mich eher interessiert ist, hilft es wirklich, dass man durch Sneaker die Kupplung nicht so spürt? Und wenn ich, mein nächster Weg führt mich ein bisschen durch München, da werde ich einiges wieder mal kuppeln müssen, so wie immer. Und dann kann ich das, glaube ich, ganz gut sagen, ob es wirklich was geholfen hat. So! Jetzt bin ich ein bisschen gefahren. Wir sind unterwegs gewesen mit dem Schuhschutz, Knöchel, Finger zu, was weiß ich, Schutz. Und ich
Ich bin positiv überrascht. Also klar, ich habe ja gesagt, von was es sauber hält oder so, werde ich jetzt auf einer kurzen Testding nicht rausfinden, vor allem, weil meine Schuhe einfach nicht sauber genug dafür sind. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, und das ist schon mal sehr geil, ich spüre kaum den Kupplungshebel beim Kuppeln jetzt mit dem drauf. Und das alleine ist schon ganz geil. Das ist ein bisschen ein ungewohntes Gefühl, wenn man halt was auf dem Schuh drauf. Dafür, dass man sehr entspannt kuppeln kann, würde ich sagen, ist ein angenehmer Trade-off. Und ich bin echt positiv überrascht. Man kann ganz normal weiter kuppeln, es hält gut durch das Band nach hinten. Ich war ein bisschen überrascht, was dieses Band ist, aber ich glaube, das macht schon Sinn, wenn das Ding nicht einfach nur vorne drauf gestülpt ist und dann vielleicht runterfallen kann durch höhere Geschwindigkeiten. Aber dadurch gebe ich dem Ganzen, und ich bin mir sicher, das hält auch noch Dreck ab, 9 von 10. Fühlt sich ein bisschen sehr gummilastig an, das ist aber alles. Aber für den Preis, na, für den Preis ist es eine 10 von 10, ganz ehrlich, das ist, was will man mehr davon? Es tut, was es soll, es fühlt sich solide an. Auf zum nächsten Punkt. Als nächstes haben wir ein Lenkradschloss. Gehst du raus? Hallo. Ja. Perfekt. Schlüssel, glaube ich, sind wichtig. Wenn ich die verliere, kriege ich dann auch mein Beckenchen auf. Und ich meine, wenn ich jetzt ganz dumm bin, dann würde ich hier tatsächlich einfach die Bremse nehmen. Das Ganze hier rein. Zu. Oh, fertig. Probieren wir ganz kurz aus. Tatsache, der kommt nicht weg. Ist tatsächlich was ich mir überlegen könnte, ab und zu auf größere Touren mitzunehmen. So für in Garage, also jetzt, wenn man jetzt keine Garage zum Beispiel vom Hotel hat oder ähnliches. Geht ein bisschen schwer am Anfang, aber vielleicht soll das so sein wegen, naja, es ist ein Schloss. Warum die hier nicht extra wirklich dran sind, das weiß ich nicht. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Sache, die neu ist für mich. Und zwar ein Helmhalterung. Fürs Motorrad. Lustigerweise kann man die nur im Doppelpack irgendwie kaufen oder ich konnte die nur im Doppelpack kaufen. Keine Ahnung, habe keine einzelne gefunden. Jetzt, was mir auffällt, vermutlich, jetzt wenn ich das gerade so zusammenbaue, ist das was man dann fest installiert in seinem Bike mit den Schrauben. Darauf habe ich jetzt allerdings gerade keinen Bock, deswegen mache ich das jetzt auch nicht so fest. Also ich meine, was ich schon gesehen habe bei anderen ist, dass der das auf jeden Fall Gewicht von Helm und so hält. Was ich noch sehen wollte ist, findet man denn überhaupt an jedem Bike Platz und selbst bei mir, was die angeht, ist verändert ist. Sieht so aus, als ob das halten könnte. So ein bisschen stört, muss ich ganz ehrlich sagen, dass hier jetzt halt einfach nur Eisen auf Eisen ist. Deswegen auf jeden Fall schon mal ein Pünktchenabzug, dass man hier nochmal extra Pad müsste dann, wenn man es festmacht, weil sonst kommen die nächsten Kratzer ins Bike. Ich bin nicht überzeugt. Also ganz ehrlich, Helm kannst du mitnehmen oder wenn du vertraust, wo du bist, kannst du auch drauf auf den Lenker oder hier vorne drauf. Hier ist auf dem Spiegel oder so. Glaube ich angenehmer als hier dann noch einen extra Schlüssel mitschleppen, davor dann einmal das komplett abzudingsen, dass das angenehm da drauf sitzt und fest sitzt und sich nicht bewegt während der Fahrt. Bin ich nicht überzeugt von denen. 4 von 5. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Gadget-Video jetzt hier. Ich hoffe, vielleicht hat euch das ein oder andere geholfen, vielleicht wollt ihr euch das ein oder andere auch zulegen. Nochmal. Alles Links sind in der Videobeschreibung dazu unten verlinkt. Wir haben, beziehungsweise ich habe davon nichts gesponsert bekommen. Ich habe mir selber gedacht, ich möchte die Sachen mal ausprobieren und drüber quatschen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Ich freue mich, wie gesagt, über jeden von euch hier. Und wenn ihr weitere Ideen habt oder andere Gadgets oder so, keine Ahnung, dann lasst es mich doch gerne unten in den Kommentaren wissen. Vielleicht schaue ich sie mir dann beim nächsten Mal, wenn ich ein paar neue zusammengesammelt habe, in dem nächsten Video dann an. Ich verabschiede mich von euch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.